Bei einem kleinen Parteitag im hessischen Bad Vilbel wollen die Grünen heute über Grundsatzfragen diskutieren. Bestimmendes Thema der Gespräche soll der Umgang mit der europäischen Asylreform sein. Der Kompromiss, dem die EU-Innenminister vergangene Woche zugestimmt hatten, sorgt bei vielen Parteimitgliedern für Unmut. Insbesondere, weil sich Teile der Grünen-Führung mit der Regelung einverstanden gezeigt hatten. Jetzt werden Forderungen laut, sich von den Beschlüssen zu distanzieren. Am Ort des kleinen Parteitags ist meine Kollegin Claudia Buckenmeier. Womit muss man denn heute denn rechnen? Wird es zu heftigen Kontroversen kommen? Also es wird auf jeden Fall intensive Diskussionen geben. Damit rechnen hier alle. Aber es gibt die Hoffnung der Parteiführung, dass man am Ende hier mit einer Lösung rausgeht, die die Partei nicht weiter spalten wird. Also es gibt Änderungsanträge, insgesamt 46. Aber wir haben soeben erfahren, dass die große Zahl dieser Änderungsanträge bereits im Vorfeld geeint werden konnte, dass man lediglich kleine Veränderungen am Text vorgelegt hat. Es wird wahrscheinlich nur noch 2 bis 3 Abstimmungen geben und da wird es vor allem um 2 Punkte geben. Zum einen, wie deutlich verurteilt man die Beschlüsse in Luxemburg, diesen EU-Asylkompromiss? Sagt man, es war ein eindeutiger Fehler oder findet man eine Kompromisslösung? Und das andere, was diskutiert werden wird, ist, was bedeutet es, wenn bestimmte Dinge beim Trilog, also wenn das Europäische Parlament jetzt nachverhandeln wird bei diesem Kompromiss, was bedeutet das, wenn man nicht zufrieden ist bei dem, was da rauskommen wird? Wie muss man sich dann verhalten? Um diese 2 Punkte wird es hier heute gehen in der Diskussion. Angenommen, man kommt dazu, den Asylkompromiss als Fehler zu bezeichnen. Was würde das bedeuten? Also es ist schwierig zu sagen, ob es die Grüne Partei dann wirklich zwingt, wenn die Ergebnisse beim Trilog, also über das Europäische Parlament ausverhandelt, nicht zufriedenstellend sind für die Grüne Partei, ob die Parteiführung sagen muss, das ist jetzt ein Punkt, wo wir diese Koalition nicht mehr länger mittragen können, wo eine Entscheidung gefallen ist, die uns an die Grenzen dessen bringt, was zu unserer grünen Identität gehört. Momentan sagen hier alle, mit denen wir sprechen, dass es zu diesem Punkt hier nicht kommen wird, dass man einen Weg finden wird, dass man sagt, okay, wir verurteilen das, aber wir wollen trotzdem nach vorne gucken und schauen, wie wir die weitere Politik verbessern und verändern können. Das heißt, wir gehen nicht, oder Sie gehen zurzeit nicht davon aus, dass es die Partei wieder in Flügel zerfallen könnte, wie das in der Vergangenheit ja der Fall war? Also im Moment gehe ich davon nicht aus. Es ist auch gar nicht so, dass es wirklich entlang der traditionellen früheren Flügelkämpfe sich entlang zieht, sondern teilweise geht es wirklich quer durch die verschiedenen Überzeugungen. Es ist nicht so, dass wir es mit Realos und Linken zu tun haben, die sich hier positioniert haben, sondern es geht wirklich quer durch die Partei und quer durch die Fraktion. Von daher wird es wahrscheinlich so ausgehen, dass man ganz klar sagt, wir sind hier unterschiedlicher Meinung, wir bekennen uns dazu. Aber wo es dann schwammig ist, was bedeutet das eigentlich, wenn man gesagt hat, man ist unterschiedlicher Meinung? Was ist das eigentlich für eine Handlungsanweisung für die künftige Politik, für das künftige Verhalten in der Regierung? Baerbock und auch Habeck werden heute Reden halten. Wie steht es denn um das Image des grünen Spitzenpersonals bei der eigenen Partei? Also ich glaube, das ist im Moment etwas ernüchternd. Zumindest ist das, was man hier immer wieder hört. Man will sie nicht beschädigen. Das ist auch etwas, was wir immer wieder gehört haben. Man will schon, dass die Minister weiterhin gestärkt durch die Partei ihrer Regierungsverantwortung nachkommen können. Aber man ist ernüchtert über die Art und Weise, wie immer wieder Kompromisse eingegangen werden. Ich habe gerade eben draußen vor dieser Halle eine kleine Demonstration von Pro-Asyl, von Flüchtlingen, Aktivisten mitbekommen. Da war der Parteivorsitzende Omid Nuripur. Er wurde da dann doch etwas angegangen. Man hatte gesagt, schämt euch, das ist keine Politik, die wir unterstützen wollen. Das ist keine grüne Flüchtlingspolitik. Also ich glaube, Sie müssen schon damit rechnen, sowohl die Minister als auch die Parteivorsitzenden, dass sie heftige Kritik auch ins Angesicht gesagt bekommen. Claudia Buckenmeier, vielen Dank nach Bad Vilbel. Bitte.